Den Montagmorgen bin ich müde und matt. Den Dienstag hab ich schon vom Namen her satt. Ja, Mittwoch ist der Nerv zur Hälfte geschafft. Am Donnerstag bin ich wieder schlapp und platt. Doch nach dem Freitagsstress ist es vollbracht. Es ist endlich Samstag, das ist Fun-Tag, endlich frei. Es ist endlich Samstag, das ist mein Tag, es ist geil. Es ist endlich Samstag, das ist dein Tag, das ist mein Tag, sei dabei. Es ist endlich Samstag. Hi, ich bin's Winnie. In unserer Band Endlich Samstag gibt's Zoff mit unserer Sängerin Max. Sie und ich waren ein Traumpaar. Max hat eine super Stimme und ich manage die Band. Außerdem sind wir miteinander gegangen. Aber plötzlich war sie eifersüchtig auf Pip. Max hat früher als ich gemerkt, dass da was abgeht zwischen Pip und mir. Seit meinem Unfall an der Kletterwand muss ich an Krücken gehen. Und Pip, super nett, hilft mir viel beim Organisieren und auch sonst. Dabei ist es dann passiert. Hey, ich bin wieder mit ihr zusammen. Und Max, die hatte recht und hat jetzt dicht gemacht. Kann ich auch verstehen. Aber ich muss sie endlich dazu bringen, mit mir mal über alles zu sprechen. In your head, in your head, Zombie, 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 hey, hey, what's in your head? In your head, Zombie, 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 hey, hey, oh, oh, oh. Danke. Ach, Max. Hier bist du. Du, wir müssen endlich reden. Ich muss gar nichts. Aber kannst du nicht erst mal zuhören? Das Einzige, was ich von dir hören will, ist das. Mann, entweder du schickst Pip in die Wüste oder ich... Oder? Oder ich rede nie wieder ein Wort mehr mit dir. Ich höre Applaus, schon bevor der Auftritt beginnt. Wir müssen endlich raus und zeigen, wer wir sind. Voll nervös. Sie will also nicht reden? Nein, im Augenblick nicht. Aber so geht das nicht weiter. Die denken alle, wir machen hinter Max Rücken rum. Wie die mich alle ansehen. Hey, was soll's? Ich meine, es ist unsere Sache. Oh. Hoppla! Entschuldigung, ich bin total nervös. Also los, wer sieht dich wie an? Na, die aus der Band. Ich verstehe das ja. Für die bin ich die blöde Tusse, die Band kaputt gemacht hat. Na, komm schon, Pip. So weit ist es noch lange nicht. So. So, kleine missige Sicke macht ja nichts. Die schon wieder. Vorne, Pep, hinten. So, 3,50 retour. Und einen schönen Tag noch. Alles klar, danke schön. Oh, meine beiden Schwestern schon auf dem Weg zur Probe. Prima. Soll die da etwa mitkommen? Ja, was heißt denn hier die da? Und außerdem, was geht dich das an, Schwesterherz? Es geht uns alle was an, wenn Max deswegen nicht zur Probe kommt. Ich habe die ganze Woche versucht, mit Max zu reden. Ja, heute auch schon, aber sie weicht mir immer aus. Das Einzige, was ich tun kann, ist ehrlich zu sein. Das Einzige, was du tun kannst, ist nicht mehr mit Pip rumzuhängen. Ja, Pip, nein, warte! Was ist mit unserer Probe? Die Probe findet heute statt und ich erwarte, dass ihr alle da seid. Und ich verspreche euch, danach ist alles klar. Hey Pip, warte, nicht so schnell. So schnell bin ich noch nicht. Hör zu. Und wie haben die anderen auch recht? Meinst du auch, dass ich die Band auseinanderbringe? Nein. Du kannst ja nichts dafür, dass alles so schwierig ist. Ich möchte einfach... Ich will mit dir zusammen sein. Das muss ich klarstellen. Du bist meine Freundin und darum kommst du mit zur Probe. Was? Ja, jetzt erst recht. Aber Max, die werden alle total sauer sein. Was ist, wenn sie dann nichts mehr mit dir zu tun haben wollen? Das glaube ich nicht. Selbst wenn. Hey, Philippa mit 3P und 2I. Du bist meine Freundin. Und ich will, dass das endlich alle akzeptieren. Ich bin da mal weg. Schöne Probe.
Ela, noch eins. Ich hab mal wieder das Bad trocken gewischt. Wenn du duschst, denk doch bitte an den Duschvorhang, dass der in der Wanne hängt. Muss doch nicht jedes Mal das ganze Bad schwimmen, hm? Hallo Ela, bist du fertig? Ja. Hallo Sven. Hallo Frau Martin. Wird nicht wieder vorkommen. Na dann. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Sag mal, hast du Stress? Ach, die üblichen Nervereien. So, da bin ich. Du bist eine halbe Stunde zu spät. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit deiner Krankengymnastik. Ja, Entschuldigung, ich war echt im Stress. Und dann bin ich trotzdem so schnell gerannt, wie ich konnte. Und das mit dieser Krücke. Guten Tag auch. Wenn du kommst, dann kommst du ja mit viel Getöse. Du hast jetzt zwei Termine verpasst und heute bist du zu spät. Es geht nur um deine Gesundheit, Vincent, so meine. Ja, das tut mir echt leid. Nicht so schlimm. Das mit der Vase meine ich. Aber ich muss jetzt los. Ich habe Hausbesuche. Beim nächsten Termin versuch doch bitte pünktlich zu sein. Haben wir uns verstanden? Ja. Wenn was ist, ich bin auf dem Handy zu erreichen. Morgen, Schönheit. Na, wie geht's? Was heißt dir guten Morgen? Es ist schon nach 12. Und außerdem, sollte die Technik nicht immer eine halbe Stunde früher da sein? Ja, ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Sag mal, hast du vielleicht Lust auf eine kleine Tour? Ich hab dir extra einen Helm mitgebracht. Oh, das darf doch nicht wahr sein! Sei doch vernünftig. Lass uns in Ruhe reden, ne? Hier? Nee. Und wenn die da bleibt, geh ich. Dann kannst du die Probe vergessen. Max, bitte, es geht um die Band. Die Band ist doch das Wichtigste. Ach ja? Na, wenn das so ist, kannst du Pippi ja wegschicken. Wenn die Band das Wichtigste ist. Hi, Max. Wie geht's? Ja, wie geht's dir? Übrigens, dein neues Lied gefällt mir immer besser. Echt? Ich dachte, du magst es nicht. Was? Nein. So wie es jetzt ist, ist es sehr schön. Soll ich mal probieren? Ja. Also dann? Von Anfang an? Technik steht. Da jetzt mit rein. Sonst werden wir das Problem nie lösen. Ja, komm schon. Dass du dich hier reintraust. Mit der da. Max, jetzt sei doch vernünftig. Du kannst doch nicht ewig so tun, als wenn nichts wäre. Es ist so. Pip und ich. Noch ein Wort. Und ich gehe. Ich will mit Pip zusammen sein und... Okay, dann verlasse ich die Band. Max, aber nein! Das muss doch nicht sein. Ich meine, das kannst du doch nicht machen. Die Band braucht dich. Ohne dich da... Halt! Das hättest du dir früher überlegen müssen. Lass mich los. Aber was soll ich denn machen? Ich will nicht, dass du gehst. Okay? Dann gehe ich. Ich meine, wenn es nicht anders geht. Ist es das, was du willst? Ich meine, wollt ihr das? Soll ich die Band verlassen? Nein, das geht doch nicht. Ela hat recht, das hatten wir doch schon mal. Ohne Winnie, nur mit Max als Chef, das funktioniert ja gar nicht. Aber ist doch wahr. Darum geht's ja gar nicht. Aber wir brauchen Winnie. Das war's. Ich bin raus. Wie konntest du das nur tun? Lass mich. Ich gehe auch. Und ich hab auch bald keinen Bock mehr. Das tut mir so leid. Mein Bruder kann manchmal echt so ein Arsch sein. Was willst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Ich will nur weg hier. Verdammt, ich krieg das blöde Schloss nicht auf. Max? Was ist? Ich kann nicht fahren. Wohin du willst. Hier.
Mann, Winnie, musstest du so unsensibel sein, vor uns allen hier mit ihr so zu reden? Aber sie muss es doch endlich begreifen. Irgendwie ist das alles ziemlich unfair. Liebe ist eben nicht fair. Tolles Statement. Mensch, ich wollte doch die Band nicht in Gefahr bringen. Aber ich kann mich doch auch nicht ewig verstecken. Es ist okay, wenn ich gehe. Ich kann dir hier nicht helfen. Ich glaube sogar, sie werden nur sauer, wenn sie uns zusammen sehen. Ich rufe dich an. Es war schon richtig, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Und warum ist dann trotzdem alles scheiße? Die sind eben sauer auf dich, weil du die Band auseinandergebracht hast. Da musst du durch. Meinst du wirklich, ich hab die Band auseinandergebracht? Naja. Ist doch offensichtlich. Jetzt habe ich ein Problem. Alles okay? Das soll nicht okay sein. Was ist? Nein, ein andermal vielleicht. Weißt du, ich wollte einfach nur weg da. Verstehst du? Danke, dass du mich mitgenommen hast. Und was willst du jetzt machen? Weiß nicht. Ein bisschen rumlaufen. Aber eins ist klar, ich gehe nie mehr zurück. Was? Du willst die Band echt aufgeben? Für immer? Das darfst du nicht. Wir müssen jetzt unbedingt dranbleiben. Wir sind so kurz davor, richtig groß rauszukommen. Der Wettbewerb für die beste Bamberger Newcomer Band, das ist die Chance. Ohne mich werden die nie zum Wettbewerb nominiert. Ja, eben. Wieso ist dir das eigentlich so wichtig? Ich glaube einfach, dass wir es schaffen können. Ich war in meinem Leben noch nie von irgendwas so überzeugt. Es macht Spaß mit euch. Aber wenn du weg bist, nee, wenn, dann muss ja wohl Winnie gehen. Wow, lange Rede. Ja. Ich kann Max total verstehen. Du warst eben noch nie richtig verliebt. Ein Glück, die drehen hier alle total am Rad. Vielleicht kann ja Pip wieder bei uns singen. Wenn Winnie das macht, dann gehe ich. Mein Gott, Suse, was hätte ich denn machen sollen, deiner Meinung nach? Das habe ich dir doch schon gesagt. Wieso kannst du nicht einfach treu sein? Du meinst also, ich hätte mich zusammenreißen sollen und bei Max bleiben? Ja, aber du bist doch der totale Egoist. Du trennst dich einfach von ihr. Gegen ihren Willen. Max ist total fertig. Das wollte ich nie. Dass es ihr schlecht geht. Wie kannst du nur sowas denken? Außerdem, ich hab's versucht. Aber es ging nicht. Keine Sorge, Max. Die sind alle weg. Ich gehe ja schon. Ich spüre ja, wenn jemand alleine sein will. Weißt du was, Orpheus? Kümmere dich mal um die Kleine. Die kann jetzt ein paar Streicheleinheiten vertragen. Los, komm, Schatz. Ja. Mamma mia, Wetter wie im April. Kommt die Sonne, kommt der Regen, vielleicht noch kommt der Schnee. Es ist wichtig. Das ist auch wichtig. Ich esse gerade. Das hat auch Zeit. Nein, das hat keine Zeit. Wenn du erst mal anfängst, ist mein Eis geschmolzen. Okay, hör zu. Es ist klar, dass Max nicht sofort wieder zu uns zurückkommen wird. Darum habe ich gedacht, sie sollte eine eigene Band haben. Was? Du willst, dass Max ihre eigene Band hat? Ja, nur eine Zeit lang, für die Zwischenzeit. Bis alles wieder okay ist, wenigstens halbwegs okay. Ist so eine Art Zweitband. Mit Suse, Gesang, Gitarre und Schlagzeug. Ist eine Minimalbesetzung. Aber es geht. Sie brauchen nur noch einen Drummer. Ja, wer soll das sein? Na du. Ich will doch bei Endlich Samstag bleiben. Ja, das sollst du ja auch. Du wirst in beiden Bands spielen. Und wenn du in beiden Bands spielst, dann... Soll in zwei Bands spielen? Ja, sag ich doch. Ja. Ohne Drummer geht nichts. Er hält alles zusammen, er ist der Wichtigste. Ja, aber nur Gitarre, Gesang und Schlagzeug. Ohne Bass, der Bass ist auch wichtig. Was ist mit Ela?
Irgendjemand sollte schon noch mit Jule spielen. Super. Gitarre und Gesang. Und auf der anderen Seite nur Bass und Keyboard. Das kann auch nur von so einem Vollblutmusiker wie dir kommen. Das sind doch zwei halbe Bands. Ja, genau. Und deshalb wird Max auch wieder zu uns zurückkommen. Zurückkommen? Ah, jetzt kapiere ich's. Du glaubst, dass Max wieder zu uns zurückkommt. Rechtzeitig zum Wettbewerb. Das ist dein Plan. Es ist nur eine kleine Chance. Aber die einzige. Ich rede mit Max. Du bekommst Max niemals dazu, wieder mit dir zu reden. Nicht in 100 Jahren. Max? Max? Max, bitte lass uns reden. Max, ich muss dich sehen. Ich hab dich doch gern. Ich will nicht, dass es dir schlecht geht. Max? Das hört sich an wie eine Katze. Stimmt. Ich glaube, jetzt hat sie aufgelegt. Seit wann hat Max eine Katze? Ja, vielleicht ist sie irgendwo, wo eine Katze ist. Ich weiß, wo sie ist. Er ist nicht nur Manager, sondern auch Hellseher. Was willst du? Woher weißt du, dass ich hier bin? Orpheus. Außerdem weiß ich, dass du manchmal herkommst, wenn du allein sein willst. Allerdings. Ich will allein sein. Max, bitte lass uns reden. Wieso? Du hast doch alles gesagt. Du aber nicht. Das wirst du bestimmt nicht hören. Doch. Du bist ein Arsch. Wolltest du das hören? Okay. Aber... Willst du auch wissen, warum und wie das alles passiert ist? Ja, klar, wie du mich die ganze Zeit verarscht hast. Dabei hast du nur darauf gewartet, dass Pip wieder da ist. Das stimmt nicht. Wie lange geht das schon mit euch, hm? Eigentlich erst seit einer Woche, seitdem du nicht mehr mit mir redest. Du lügst doch. Am Anfang habe ich selbst nicht gerafft. Aber jetzt seid ihr zusammen, ja? Ja. Klar. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Findest du Pip schöner als mich? Nein, das ist es nicht. Aber was dann? Es ist komisch. Eigentlich war es mit uns beiden sogar besser als mit Pip. Jedenfalls mit Pip früher, meine ich. Idiot. Und mich schickst in die Wüste. Ist doch wirklich zu blöd. Du hast recht, es ist blöd. Saublöd. Es war wirklich schön mit uns, Max. Ich hab dich immer noch sehr gern. Und warum tust du mir das an? Ich frage jetzt zum dritten Mal, was soll das bringen ohne Max? Und ich sage jetzt zum dritten Mal, dass wir Elas Song proben müssen. Das können wir auch ohne Max. Außerdem, Winnie hat einen Plan. Winnie hat einen neuen Plan? Na, da bin ich aber gespannt. Hey, was macht ihr denn hier? Siehst du, ist alles wieder gut bei euch? Winnie und ich, wir haben geredet. Und es wird so sein. Ich verlasse die Band. Ich gründe meine eigene Band. Wenn ich jemand finde, der mitmacht. Ich komme zu dir. Ja, das wäre toll. Und ich wollte Sven bitten, bei uns Schlagzeug zu spielen. Was? Er kann ja in beiden Bands mitspielen. Aber nur, wenn Winnie und Max sich wegen der Probe absprechen. Ja, machen wir. Aber du und Winnie, seid ihr denn wieder? Nein, wir sind auseinander, aber wir reden noch miteinander. Aber es ist besser, wenn wir uns aus dem Weg gehen. Deshalb gründe ich meine eigene Band. Und dann werden wir sehen, welche Band besser ist. Beim Wettbewerb. Also, dann werden wir ein paar Zimmer ordentlich auf Trab halten, ne? So, das habt ihr also entschieden. Hat sich auch irgendjemand mal gefragt, was ich will? Schon gut. Ich will ja nur eins. Ich will jetzt endlich proben. Und zwar mit euch allen. Wenigstens einmal. Das ist die letzte Gelegenheit, dass wir alle zusammen meinen neuen Titel üben. Ich will es einmal so hören, wie es geplant war. Nämlich für eine richtige Band und nicht für zwei halbe. Ist okay. Ich sag schnell Patrick Bescheid. Übrigens, Winnie...
Patrick wird sicher bei mir bleiben wollen, denke ich. Ihr müsst euch einen neuen Techniker suchen. Kannst du gern alle meine, also unsere, endlich Samstaglieder spielen, wenn es für die anderen okay ist? Ja, natürlich. Danke. Also ich gehe dann mal. Wir telefonieren wegen der Probe. Hau schon ab zu deiner Pip. Wir sehen uns ja. Ja, spätestens nächsten Samstag. Wie es aussieht, haben wir doch noch eine Band. Ja, sogar zwei. Mach schon, Winnie. Worauf wartest du noch? Geh zu ihr. So schnell bin ich noch nicht. Hör zu. Irgendwie haben die anderen auch recht. Meinst du auch, dass ich die Band auseinanderbringe? Nein. Du kannst ja nichts dafür, dass alles so schwierig ist. Ich möchte einfach... Ich will mit dir zusammen sein. Das muss ich klarstellen. Du bist meine Freundin und darum kommst du mit zur Probe. Was? Ja, jetzt erst recht. Aber... Max, die werden alle total sauer sein. Was ist, wenn sie dann nichts mehr mit dir zu tun haben wollen? Das glaube ich nicht. Selbst wenn. Hey, Philippa mit 3 P und 2 I. Du bist meine Freundin. Und ich will, dass das endlich alle akzeptieren. Ich bin da mal weg. Schöne Probe.
Ela, noch eins. Ich habe mal wieder das Bad trocken gewischt. Wenn du duschst, denk doch bitte an den Duschvorhang, dass der in der Wanne hängt. Muss doch nicht jedes Mal das ganze Bad schwimmen, hm? Hallo Ela, bist du fertig? Ja. Hallo Sven. Hallo Frau Martin. Wird nicht wieder vorkommen. Na dann. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Sag mal, hast du Stress? Ach, die üblichen Nervereien. Aber nein! Das muss doch nicht sein. Ich meine, das kannst du doch nicht machen. Die Band braucht dich. Ohne dich da. Halt! Das hättest du dir früher überlegen müssen. Lass mich los. Aber was soll ich denn machen? Ich will nicht, dass du gehst. Okay? Dann gehe ich. Ich meine, wenn es nicht anders geht. Ist es das, was du willst? Ich meine, wollt ihr das? Soll ich die Band verlassen? Nein, das geht doch nicht. Ela hat recht, das hatten wir doch schon mal. Ohne Winnie, nur mit Max als Chef, das funktioniert ja gar nicht. Aber ist doch wahr. Darum geht's ja gar nicht. Aber wir brauchen Winnie. Das war's. Ich bin raus. Wie konntest du das nur tun? Lass mich. Ich geh auch. Und ich hab auch bald keinen Bock mehr. Kann manchmal echt so ein Arsch sein. Was willst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Ich will nur weg hier. Verdammt, ich krieg das blöde Schloss nicht auf. Max? Was ist? Ich kann nicht fahren. Wohin du willst. Hier. An wenn Max deswegen nicht zur Probe kommt. Ich habe die ganze Woche versucht, mit Max zu reden. Ja, heute auch schon, aber sie weicht mir immer aus. Das Einzige, was ich tun kann, ist ehrlich zu sein. Das Einzige, was du tun kannst, ist nicht mehr mit Pip rumzuhängen. Ja, Pip, nein, warte! Was ist mit unserer Probe? Die Probe findet heute statt und ich erwarte, dass ihr alle da seid. Und ich verspreche euch, danach ist alles klar. Hey Pip, warte, nicht so schnell. So schnell bin ich noch nicht. Hör zu. Irgendwie haben die anderen auch recht. Meinst du auch, dass ich die Band auseinanderbringe? Nein. Du kannst ja nichts dafür, dass alles so schwierig ist. Ich möchte einfach. Ich will mit dir zusammen sein. Das muss ich klarstellen. Du bist meine Freundin und darum kommst du mit zur Probe. Was? Ja, jetzt erst recht. Aber Max, die werden alle total sauer sein. Was ist, wenn sie dann nichts mehr mit dir zu tun haben wollen? Das glaube ich nicht. Selbst wenn. Hey, Philippa mit 3 P und 2 I. Du bist meine Freundin. Und ich will, dass das endlich alle akzeptieren. Ich bin da mal weg. Schöne Probe. Ela, noch eins. Ich habe mal wieder das Bad trocken gewischt. Sag mal, hast du Stress? Ach, die üblichen Nervereien. So, da bin ich. Du bist eine halbe Stunde zu spät. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit deiner Krankengymnastik. Ja, Entschuldigung, ich war echt im Stress. Und dann bin ich trotzdem so schnell gerannt, wie ich konnte. Und das mit dieser Krücke. Guten Tag auch. Wenn du kommst, dann kommst du ja mit 4 Getöse. Du hast jetzt 2 Termine verpasst und heute bist du zu spät. Es geht nur um deine Gesundheit, wenn ich so meine. Ja, das tut mir echt leid. Nicht so schlimm. Das mit der Vase meine ich. Aber ich muss jetzt los. Ich habe Hausbesuche. Beim nächsten Termin versuch doch bitte pünktlich zu sein. Haben wir uns verstanden? Ja. Wenn was ist, ich bin auf dem Handy zu erreichen. Morgen, Schönheit. Na, wie geht's? Was heißt dir guten Morgen? Es ist schon nach 12. Und außerdem, sollte die Technik nicht immer eine halbe Stunde früher da sein? Ja, ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Sag mal, hast du vielleicht Lust auf eine kleine Tour? Ich hab dir extra einen Helm mitgebracht. Oh, das darf doch nicht wahr sein!
Sei doch vernünftig. Lass uns in Ruhe reden, ja? Hier? Nee. Wir müssen endlich reden. Ich muss gar nichts. Aber kannst du nicht erst mal zuhören? Das Einzige, was ich von dir hören will, ist das... Mann, entweder du schickst Pip in die Wüste oder ich... Oder? Oder ich rede nie wieder ein Wort mehr mit dir. Ich höre Applaus, schon bevor der Auftritt beginnt. Wir müssen endlich raus, zeigen, wer wir sind. Du bist jetzt voll nervös. Sie will also nicht reden? Nein, im Augenblick nicht. Aber so geht das nicht weiter. Die denken alle, wir machen hinter Max Rücken rum, wie die mich alle ansehen. Hey, was soll's? Ich meine, es ist unsere Sache. Oh. Hoppla. Ja. Oh, Entschuldigung, ich bin total nervös. Also los, wer sieht dich wie an? Na, die aus der Band. Ich verstehe das ja. Für die bin ich die blöde Tussel, die Band kaputt gemacht hat. Komm schon, Pip. So weit ist es noch lange nicht. So. So, kleine missige Sicke macht ja nichts. Die schon wieder. Gut, sehr gut. Wenn du willst, kannst du gern alle meine, also unsere, endlich Samstaglieder spielen, wenn es für die anderen okay ist. Danke. Also ich gehe dann mal. Wir telefonieren wegen der Probe. Hau schon ab zu deiner Pip. Wir sehen uns ja. Ja, spätestens nächsten Samstag. Jetzt habe ich ein Problem. Ist okay? Das soll nicht okay sein. Was ist? Nein, ein andermal vielleicht. Weißt du, ich wollte einfach nur weg da. Verstehst du? Danke, dass du mich mitgenommen hast. Und was willst du jetzt machen? Weiß nicht. Ein bisschen rumlaufen. Aber eins ist klar, ich gehe nie mehr zurück. Was? Du willst die Band echt aufgeben? Für immer? Das darfst du nicht. Wir müssen jetzt unbedingt dranbleiben. Wir sind so kurz davor, richtig groß rauszukommen. Der Wettbewerb für die beste Bamberger Newcomer-Band, das ist die Chance. Ohne mich werden die nie zum Wettbewerb nominiert. Ja, eben. Wieso ist dir das eigentlich so wichtig? Ich glaube einfach, dass wir es schaffen können. Ich war in meinem Leben noch nie von irgendwas so überzeugt.